cool. Also die ist natürlich auch für... Nein! Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Video, wieder bei Leon im Zimmer. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, ist es heute endlich soweit. Ich zeige euch einen XXL Baby Haul. Es ist unfassbar, diese Kurzatmigkeit. Ich habe das Gefühl, das wird zu Kind immer schlimmer, von Kind immer schlimmer. Ich habe es mir ein bisschen bequemer gemacht. Ich sitze auf meinem Stillmond. Den zeige ich euch auf jeden Fall auch noch. Ich hoffe, ich vergesse den nicht. Also ich hoffe, ich kann einigermaßen länger sitzen bleiben. Und ich wollte noch sagen, ich habe keine fettigen Haare. Ich habe intelligenterweise Haaröl in meine Haare geschmiert. Und jetzt sieht es total schmierig aus. Und naja. Aber um meine Haare soll es jetzt hier nicht gehen, sondern um die Babysachen. Wie man unschwer erkennen kann, sehr blau und graulastig. Ihr wisst ja, dass wir unseren dritten Bubi bekommen und deswegen, ja, grau und blaulastig. Ich mag auch Mint, aber gut. Ich bin froh, dass ich jetzt so lange gewartet habe, weil es kamen noch einige Sachen dazu in letzter Zeit. Und wir haben voll die Schnäppchen gemacht. Also wir hatten zum einen 15% bei unserem Spielzeugladen, weil Sonntag war verkaufsoffener Sonntag. Sonntag machen die aber nicht mehr auf und deswegen hat man die Prozente auch am Samstag bekommen. Und dann waren wir noch in einem Möbelgeschäft und da gab es 30% auf fast alles. Also mega geil. Da haben wir auch voll zugeschlagen. Ja, ansonsten ist diese IKEA-Kiste bis oben hin voll. Und ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob ich den Haul in zwei Teile drehe, weil ich glaube, der Haul geht wirklich an die Stunde. Also locker, mindestens. Dauert eine Stunde. Das ist komplett alles voll mit Next, Marks & Spencer, C&A. Die H&M-Sachen habe ich euch schon gezeigt. Die sind hier. Alles, was ich euch jetzt gezeigt habe, kommt nämlich in die andere Kiste. Also es ist echt über krass, was ich schon alles habe. Und ja, jetzt werden nur noch so Handmade-Sachen folgen von Shops, die ich ganz gerne unterstützen möchte. Es folgen auf jeden Fall noch ein paar Dekostücke für das Babyzimmer, auch von Handmade-Shops. Aber so der größte Teil ist auf jeden Fall jetzt besorgt und erledigt. Ich bin im Übrigen jetzt im 5. Monat. Ich bin in die 17. Woche heute gekommen. Genau. Klar, ich muss aber auch vorab sagen, dass mein Outing zu 100% sicher ist. Sonst würde ich jetzt hier nicht sitzen mit so viel Blau und Grau. Also falls ihr jetzt das erste Mal Mama werdet, dann bitte nehmt euch kein Beispiel an mir. Dann will ich auch vorab sagen, dass ich ganz gerne eskaliere, was Babyausstattung angeht. Und dass ich kein Mensch bin, der sich an so Listen hält wie das Baby braucht 5 Bodies, das Baby benötigt 2 Strumpfhosen. Das ist bei mir definitiv nicht der Fall, denn meine Kinder benötigen 25 Bodies mindestens, denn 5 brauchen sie schon am Tag. Ich habe immer Spuckkinder, schon immer. Ich vermute, dass Nummer 3 auch ein Spuckkind wird. Und deswegen eskaliere ich ganz gerne mit Klamotten. So viel zum Rechtfertigen und wir fangen an. Ja, ich fange hier oben einfach an. Es hat keinen Sinn, aber also es hat jetzt hier so keine Reihenfolge, aber ich fange jetzt einfach an. Und zwar habe ich bei unserem Spielzeugladen, wo es 15% gab, dieses Mobile, diese Maxi-Cosi-Kette gekauft. Die hat 29, also ich sage euch jetzt den regulären Preis, 29,99 gekostet von Babies Only. Das bekommt ihr auch online. Verlinke ich euch gerne in der Infobox. So sieht es aus. Das macht man ans Maxi-Cosi dran. Also man kann das hinbinden und das ist eine Rassel und ich stehe total auf gehäkelte Sachen. Also diese Schwangerschaft ist wirklich so gehäkelte Sachen, mein absolutes Traumding, also auch so gehäkelte Schnullerketten, so voll meins. Und ja, das Teil hat mich auf jeden Fall total angesprochen, passt auch super gut zu der Autoschale, die wir haben.
Und genau, grau, weiß und genau, voll süß. Dann machen wir gleich weiter mit dem zweiten Teil von Babies Only. Und zwar ist es dieses Mobile. Ich brauche insgesamt 3 gehäkelte Mobile. Das ist jetzt eins davon. Ich möchte eins über den Wickeltisch haben. Also ohne Tralala, also einfach nur eins, was über den Wickeltisch hängt. Dann möchte ich eins über den Laufstall haben und ich möchte eins über das Babybett haben. Das ist so meine Traumvorstellung. Das ist jetzt eins. Ja, die anderen beiden, denke ich mal, werde ich mir anfertigen lassen von einem Instagram-Shop. Da bin ich aber momentan noch auf der Suche nach einem schönen. Da will ich einfach so meine eigenen Wünsche ein bisschen umsetzen. Und das ist jetzt ein einfaches, auch wieder in Grau-Beige-Tönen. Das hat 54,99 gekostet. Und ja, ist ganz schön teuer. Ich weiß jetzt noch nicht, wo ich das jetzt genau hinhänge, aber ich denke, das wird jetzt das für einen Laufstall. Ja, genau, für einen Laufstall. Habe ich bei der Rosi gesehen, die hatte so ein gehäkeltes Mobile an ihrem Laufstall und ich fand das damals so toll und habe gesagt, oh, wenn bei mir Nummer 3 folgt, dann will ich das haben. Ich weiß gar nicht, ob sie es noch hat. Ich habe gar nicht mehr drüber geredet, aber irgendwie hat sie mich da total angefixt. Ja, dann machen wir weiter bei uns im Möbelladen, wo es 30% gab. Ist im Übrigen alles selbst gekauft. Wenn ich jetzt irgendwie lüge, dann sage ich es auf jeden Fall noch. Aber da ist nichts gesponsert. Also auch die Aldi-Schlafsäcke habe ich alle selbst gekauft. Das ist jetzt aus der Belly Button Edition. Also Belly Button Edition. Hat gekostet, was hat der gekostet? Der war auf jeden Fall teurer als der normale. Ja, was hat der gekostet? Was hat denn der normale gekostet? Der normale hat 65 Euro gekostet, also 64,99. Dann wird der, glaube ich, so 75 gekostet haben. Ich glaube, der hat einen Zehner mehr gekostet. Da gab es jetzt dann, wie gesagt, noch 30% drauf. Ihr habt, das ist Babymäxchen, also das ist der Aldi-Schlafsack. Den habe ich jetzt in der Größe, oh Gott, wo steht denn das? 56,62 und den in der Größe 50,56. Also das wird hier so die Nummer 1 werden. Und der folgt dann. Und wir lieben die Aldi-Schlafsäcke. Also wir haben bei Leon auch nur Aldi-Schlafsäcke gehabt. Die haben jeweils 2 so Innensäckchen. Und ich empfehle die auch einfach jeden Tag. Auch bei Finn hatte ich nur Aldi-Schlafsäcke und ich würde auch nichts anderes mehr kaufen. Genau, und die lassen sich auch ganz gut weiterverkaufen, deswegen kaufen wir das ganz gerne neu, weil wir es ganz gut auch weiterverkaufen können. Den Leon seine habe ich damals auch weiterverkauft. Genau, und da sind so Schäfchen drauf. Auch voll süß. Also 2 Stück für die Anfangszeit auf jeden Fall ausreichend. Ja, jetzt wird es ein bisschen durcheinander. Da sind die Rabattzettel, wie viel wir gespart haben. Da haben wir jetzt 89 Nachlass gehabt bei der einen Tüte. Das war dann die Tüte, glaube ich. Dann kommen wir zu einem sehr emotionalen Teil für mich, für uns. Und zwar ist das eine Spieluhr von Sterntaler. War uns super wichtig, dass wir den Finn jetzt so ein bisschen mehr einbinden, was so Babyausstattung angeht. Ihr habt ja alle wahrscheinlich das letzte Video gesehen. Da habe ich euch auch erzählt, das vorletzte Video, wie der Finn reagiert hat, als er erfahren hat, dass er einen kleinen Bruder bekommt. Nicht so gut und deswegen war es mir sehr wichtig, dass ich ihn einfach mit einbinde in diese Babyausstattung und er durfte sich eine Spieluhr für seinen kleinen Bruder aussuchen. Jedes Kind hat eine von Sterntaler. Der Finn hatte damals Emmy Esel, der Leon hatte damals so eine Kuh mit Schürze, denn das war damals noch eine Mila beim Leon. Deswegen hat er eine bisschen weiblichere Spieluhr. Und Baby Nummer 3 hat jetzt diese süße Ente hier bekommen, hat der Finn ausgesucht. Ente mit Mütze, Halstuch und richtig süß spielt Lalelu. Also fand ich mega goldig, hat sich der Finn ausgesucht. Der hat sich die Spieluhren da vor sich hingelegt, die er schön fand. Und hat sich dann für diese Ente hier entschieden. Für mich ein besonderes Teil, werde ich jetzt auch abmachen und mir jetzt demnächst regelmäßig auf den Bauch legen. Ich glaube, Baby fängt jetzt langsam an zu hören, ne? Ja, genau. So, dann gab es noch 2 Packungen Schnuller. Meine Kinder nehmen ja, also der Finn hatte 6 Wochen lang Schnuller und der Leon hatte 5 Monate Schnuller. Ich bin gespannt, ob Baby Nummer 3 ein bisschen länger Schnuller nimmt. Mir ist es völlig egal, ob er Schnuller nimmt oder nicht. Ich finde es aber doch ganz
praktisch, wenn ich einfach duschen will und der Papa hat ihn dann auf dem Arm, dass er so ein bisschen mit dem Schnuller einfach beruhigen kann, wenn er sich in dem Moment nicht beruhigen lässt, wenn ihr versteht, was ich meine. Deswegen finde ich es eigentlich nicht schlimm, aber ich hatte jetzt nie das Problem, dass meine Kinder jahrelang Schnuller benutzen und wir ihn dann abgewöhnen mussten. Also die hatten einfach irgendwann keinen Bock mehr auf Schnuller und haben die dann einfach nicht genommen. Trotzdem kaufe ich Schnullerketten und ich liebe Schnuller und deswegen, ja, wir probieren es auch bei Baby Nummer 3, so wie bei den anderen beiden. Haben wir einmal von 0 bis 2 Monaten und von 0 bis 6 Monaten. Also das ist hier so die Nummer 1, also so die ersten zwei und das sind dann so die darauffolgenden, die sind echt voll groß. Da steht I Love Mommy drauf und da unten ein Herz. Wir sind große Fans von Mom. Da folgen auch jetzt noch Flaschen. Auch wenn ich voll still, habe ich immer Flaschen da. Ich pumpe immer ab mit der Medela Milchpumpe und fülle dann in die Mom-Flaschen um. Und wir lieben die Mom-Flaschen. Also der Leon hat die auch benutzt, bis er 2 war. Ja. Aber wir haben alle weggeschmissen. Ich bin da einfach radikal, wenn die verfärbt sind, nicht mehr so schön ausschauen, dann kommen die in den Abfall. Genau. So, und dann folgen auch schon die ersten Klamotten. Die sind jetzt aus einem Babyfachmarkt aus unserer Nähe. Also da, wo ich auch so die Schlafsäcke und so gekauft habe. Da haben wir, wie gesagt, auch 30% drauf bekommen. Und da bekommt man halt ganz coole Marken, die man jetzt so online gar nicht so findet. Das ist jetzt zum Beispiel von Patinho. Das ist so eine graue, kleine Hose. Voll süß, ne? Mit dem Windelbobbers dann da drin. Ja. Das ist ein Body dazu. Der Patinho Body. Der war daneben gehängt, habe ich gedacht. Gehängt? Der war daneben gehangen. Da habe ich gedacht, man kann das ganz cool kombinieren. Und natürlich mit einer Kamera drauf, ja. Und vielleicht kann man das ja irgendwie so kombinieren. Ganz cool eigentlich mit der Kamera. Smile, please. So, dann habe ich mich in diesen mega, mega, seht ihr das? Das schaut schon so weich aus und genauso fühlt er sich auch an. Von S. Oliver so ein mega kuscheliger Teddy-Plüschanzug. Das war der letzte, deswegen habe ich ihn auch mitgenommen. Es war Größe 68, aber der fällt größer aus. Und ich vermute tatsächlich, dass der Kleine den nächstes Jahr erst so gegen Herbst anhat. Aber das ist mir egal, ich wollte den jetzt schon haben, weil es war der letzte und man hat 30% drauf bekommen. Man kann die kleinen Händchen hier verstecken. Der ist so mega kuschelig einfach, hat so Ohren. Und ich finde solche Anzüge so genial für einen Kinderwagen. Also ich finde die einfach so super. Und ja, der ist wie gesagt total groß. Also der ist echt für genau in einem Jahr, kann man sagen. Ja, da bin ich ein bisschen verrückt. Das, was mir quält, kommt mit, egal ob es ihm jetzt passt oder nicht. Diese Hose fand ich auch mega cool. Das ist halt so eine Strickhose, auch von S. Oliver in der Größe 62. Die hat 16 Euro gekostet. Auch die fällt größer aus. Und diesen Strampler hier, den habe ich auch mitgenommen. Da ist jetzt Emmy Esel drauf, also eigentlich so den Finn seine Spieluhr. In der Ente gab es den leider nicht. Und es soll eine Größe 50 sein. Weiß ich nicht. Ich finde, der schaut größer aus. Aber es ist auf jeden Fall ein Niki-Strampler und die ziehe ich tatsächlich nur in der Anfangszeit an. Also auch der hier, der ist zum Beispiel von C&A. Das ist so, also ich glaube, dass das so sein Outfit sein wird, mit dem er aus dem Krankenhaus rausgeht. Ich bin mir aber noch nicht sicher. Kann sich noch ein paar Mal ändern. Der Leon hatte keinen Niki-Strampler an, als wir gegangen sind. Der Finn hatte 101 Dalmatina an. Mist, hätte ich beim Leon eigentlich auch machen können, so Disney. Dann wäre es irgendwie cool gewesen. Ich bin ja so ein Disney-Fan. Aber wenn man so die Größen vergleicht, der C&A ist auf jeden Fall wesentlich kleiner. Ich ziehe auf jeden Fall so einen Niki-Strampler nur die Anfangszeit an. Da habe ich jetzt auch nicht so viele gekauft. Ich glaube insgesamt 4 oder 5 Stück. Der Klaus zieht die halt auch unglaublich gern an. Genau, die zwei glaube ich noch und das war's dann. Ansonsten sind es wirklich immer nur so Bodies und Hosen, die man gut kombinieren kann. Genau, der ist auch von C&A, der ist aber auch, der ist recht groß, der ist von Dumbo. 62, wow. Ja, also wie gesagt, Disney-Kollektion war bei C&A und das ist eine 56. Auch Disney-Strampler, also ich glaube, das sind die einzigsten Niki-Strampler. So,
Und jetzt machen wir mal langsamer. Dann gehen wir wieder. Ich springe von C und A zur Babyabteilung. Dann habe ich hier noch eine Tüte. Da gab es. Das war die reduzierte Ware. Die war schon reduziert. Da gab es keine Prozente mehr drauf. Da habe ich diesen Body hier mitgenommen für 5 Euro in Größe 68. Den fand ich aber ganz schön. Ich denke mal, 68 würde ihm auf jeden Fall. Also ich hoffe es, ne? Also wenn es jetzt so ein kleiner Krümel wieder Leon wird, dann habe ich auf jeden Fall ein Problem, weil dann hat er Größe 56 4-5 Monate an. Nein, also der hatte Größe 56 so lang an, der Leon. Das, also 4-5 Monate nicht, aber doch, das war schon echt lang. Also es war wirklich sehr lange die Größe. Deswegen vielleicht hat er das ja im Sommer an, wenn es ein bisschen ein größeres Kind wird. Genau. Dann hat der Klaus eingepackt. Ja, für 2,50 Euro Strumpfhosen. Mir gefallen sie überhaupt nicht, aber ich wollte jetzt da auch nicht widersprechen, weil wenn der Papa schon mal was einkauft, sind 3 Strumpfhosen in, ich weiß nicht mal die Größe, 62, 68? Alle drei 62, 68. Ja, das wenn er im Sommer anhat, dann weiß ich auch nicht. Hauptsache, der hat 3 Packungen Strumpfhosen gekauft. Das muss ich ihm mal sagen, dass er wahrscheinlich 62, 68 im Sommer anhat. Naja, guck mal auf jeden Fall hier mit so einem Dinosaurier drauf. Gut, dann von S. Oliver 18 Euro diese Jacke hier. Das sind so Noppen drauf. Oh, das Licht geht gerade voll weg. Das sind so Noppen drauf, so ein graues Jäckchen, auch relativ groß, 68. Und diese Hose fand ich auch so cool. Also die ist natürlich auch für... Nein! Ernsthaft? Oh nein! Muss ich jetzt zum Laden fahren und die müssen mir das Ding da entsichern? Sind die? Warum hat denn das nicht gepiept, als wir aus dem Laden sind? Wie geil! Ach nein! Ja, jetzt muss ich halt mit den Rechnungen. Ich weiß gar nicht, ob das die Rechnung ist. Oh Mann, ey. Muss ich zum Laden. Die haben mir eine Sicherung vergessen rauszumachen. Da kriege ich ja schon wieder, da kriege ich echt zu viel. Das ist eine Esprit-Hose. Und die war von 26 Euro auf 18 Euro runtergesetzt. Das ist auch eine 68. Ja, die fand ich auch ganz cool. Das sind wirklich die einzigsten Hosen, die ich meinen Kindern anziehe. Mit so einem fetten Gummiband oben. Sonst wirklich nur Jogginghosen. Genau, so, jetzt next machen wir gleich. Dann habe ich euch ja schon vor ganz langer Zeit erzählt, meine allererste Bestellung war bei Le Mango. Da könnt ihr auch gute Schnäppchen machen. Allerdings müsst ihr da wirklich schnell sein und die Lieferzeit beträgt halt 4-5 Wochen oder so. Also es hat jetzt echt ewig gedauert. Und ich habe damals bestellt die Sachen in Pink und die Sachen in Blau. Ich hatte die allerselben Sachen auch bei Leon, aber in einem anderen Blauton, glaube ich. Habe ich aber alles verkauft und fand es einfach perfekt für Ende April. Also der Fußsack war perfekt für Ende April. Ich habe nichts Wärmeres gebraucht. Der Fußsack hat sogar bei uns in den Winter mitgereicht. Also weil einfach der Winter nicht so kalt war. Ja, genau. Die rosanen Sachen habe ich einer anderen YouTuberin verkauft. Und zwar der Maggie. Kennt ihr bestimmt alle. Maggies Babywunder, glaube ich, heißt sie auf Instagram. Die hat mich angeschrieben und die hat mich gefragt, ob sie mir die Sachen abkaufen kann. Das, glaube ich, war auch einer der ersten, die mich gefragt hat. Und der habe ich die rosanen Sachen verkauft, weil sie bekommt eine kleine Tochter. Und ich habe die blauen Sachen behalten. So, und zwar eine große Decke. Die ist 1 Meter auf 1,50 Meter von Cueca in diesem Waffelmuster. Schöne große Decke. Dann haben wir den Fußsack. Den könnt ihr in den Kinderwagen legen. Den könnt ihr aber auch in die Babyschale machen. Wir hatten ihn in der Babyschale und dann auch, glaube ich, im Kinderwagen. Aber am Anfang hatten wir ihn nur in der Babyschale. Genau, das ist dieser hier. Mit so einer Art Mütze und so einem grauen Teddy-Plüsch drin. Genau, und da hinten sind auch die Gurte für Maxi Cosi. Darf ich das gleich wieder da einpacken? Und dann haben wir das alles selber noch in klein, in einer kleinen Decke. Also auch da alles selber gekauft im Übrigen. So eine kleine Decke, die ist wie groß?
75 auf 1 Meter. Also auch die ist eigentlich perfekt für Kinderwagen oder Maxi-Cosi, wenn ihr euer Kind nur zudecken wollt. Also die Cueca-Sachen, die lieben wir. Ich glaube, ich habe aber noch was anderes von Cueca. Mal gucken, ob ich das da irgendwo reingeworfen habe. Dann habe ich bei Le Mango bestellt mein absolutes Lieblingsstillkissen. Und zwar ist es das Dumu. Das habe ich euch damals beim Finn schon empfohlen. Ich habe auch noch mein Dumu vom Finn. Allerdings ist da mittlerweile jetzt nach 5 Jahren, da fehlt einfach die Füllung. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich ganz gerne 2 Stillkissen hätte. Das heißt, eins bei mir oben im Schlafzimmer, fest im Bett, und eins unten im Wohnzimmer. Genau, und deswegen habe ich mir noch ein Dumu gekauft. Das war, wie gesagt, bei Le Mango im Angebot. Normalerweise kostet es, glaube ich, an die 60, 70 Euro, und ich glaube, jetzt habe ich 30 bezahlt. Und ich weiß nicht, ob ihr es erkennt, aber es ist rosa, aber das ist mir egal. Also das habe ich jetzt nicht gekauft, weil ich gedacht habe, ich bekomme ein Mädchen, gar nicht, sondern weil ich gedacht habe, es passt ganz gut in mein Schlafzimmer. Wie sieht es aus? Es ist so altrosa, es ist jetzt nicht pink oder so. Ganz ehrlich, dem Kleinen ist es sowas von wurscht, auf was für ein Kissen der gestillt wird. Für mich ist es mega bequem. Ich habe auch noch einen Ersatzbezug. Also das wird auf jeden Fall das Stillkissen in meinem Schlafzimmer werden. Und ich habe dann bei Le Mango tatsächlich eine Ersatzfüllung noch gefunden. Das kann man bei Le Mango bestellen, oder das konnte man bestellen. Und da werde ich jetzt mein zweites Dumu auffüllen. Und auf den Mond, wo ich gerade drauf sitze, das ist wirklich was, das zeige ich euch aber später. Da habe ich, glaube ich, auch noch einen Rabattcode. Oh, oder ist der gar nicht mehr gültig? Ich weiß gar nicht mehr, ob der gültig ist. Kann ich mal gucken. Der ist mega genial und den werde ich auch dieses Jahr mit ins Krankenhaus nehmen. Der ist wirklich ein kleines Stillkissen, der ist super klein und handlich. Ich liebe das, ich schlafe da momentan nur drauf. Und von der Füllung her 1:1 genauso wie das Dumu. Also war ich auch sehr erstaunt. Oh, meine Wimper. Ja, jetzt machen wir ein bisschen schneller, aber sonst sind wir, glaube ich, übermorgen noch nicht fertig. Dann haben wir uns für eine neue Babybadewanne entschieden. Auch die haben wir da im Angebot gekauft. Und da hat sie uns, glaube ich, 30% drauf gegeben. Auch wenn Stocke und so und immer ausgeschlossen ist, haben wir trotzdem Glück gehabt. Und wir hatten da, glaube ich, 30% drauf. Eine Stocke-Badewanne, und zwar die Flexi-Badewanne. Also die kann man zusammenklappen. Könnt ihr hoffentlich erkennen, das ist eine Babybadewanne, was ihr nach dem Baden, so sieht es aus, einfach zum Abtrocknen in die Dusche stellt. Und wenn es schön trocken ist, einfach den Handtuch schnell rauswischen und dann könnt ihr es zusammenklappen, was für uns einfach super ist, sowas Platzsparendes. Und dann einfach unter das Waschbecken oder so schieben oder neben die Dusche, neben unsere Palme und Dusche einfach so reinschieben. Stört halt einfach nicht. Mega genial. Wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Eine faltbare Stocke-Badewanne. Und dazu haben wir diesen Baby-Newborn-Einsatz gekauft. Ich liebe den einfach. Da kann man halt das Kind wirklich reinlegen. Wir legen meistens da unten noch so ein kleines Waschläppchen. Ein Waschlappen rein. Und dann legen wir das Baby drauf. Natürlich müsst ihr trotzdem mit einer Hand das Kind noch halten, aber ist jetzt echt nicht so, dass ihr mit zwei Händen euer Kind halten müsst, sondern man kann das echt schön da reinlegen und man kann wirklich schön mit der anderen Hand das Baby waschen. Und ich fühle mich mit diesem Sitz wirklich viel sicherer. Also damals beim Finn, als ich das erste Mal Mama wurde, ich war so unbeholfen beim Babybaden. Da hat mir so ein Sitz echt geholfen. Genau, den könnt ihr dann auch später auch in die normale Badewanne stellen. Und hatte ich auch beim Leon alles, aber haben wir alles nach dem Leon weggeschmissen, weil die dann kaputt war. Also die Leon-Badewanne war dieselbe wie vom Finn. Die war aber dann kaputt nach so und so vielen Jahren. Genau. Deswegen haben wir die nicht mehr. Wir machen gleich mal hinter mir weiter, sonst vergesse ich das noch. Ja, die Spieluhr kennt ihr alle, die wollte ich euch aber jetzt auch nochmal ans Herz legen. Die ist von der lieben Steffi. Klar, die hat jetzt solche Blümchenohren. Ich finde sie aber gar nicht so weiblich. Also, wie gesagt, das ist dem Kleinen relativ. Von Mini Mom Baby Design habe ich euch schon ganz oft verlinkt. Ich finde den so goldig. Und da könnt ihr beliebig die Ohren euch aussuchen und das Schwänzchen, also welches Muster ihr da wollt. Den wollte ich euch auch nochmal zeigen. Puzzle. Und da waren wir, wie gesagt, am Samstag in dem Babyladen, wo es dann 20%, 15% drauf gab.
Und das haben wir gleich ausgenutzt und haben uns einen Nomi-Stuhl gekauft. Das werden jetzt viele nicht glauben, denn diejenigen, die mich schon länger verfolgen, die wissen auch, dass wir damals beim Leon und beim Finn unsere zwei Nomi-Stühle von Nomi gesponsert bekommen haben. Aber diesmal bin ich ganz ehrlich, warum soll ich denn da jetzt jedes Produkt bei jeder Firma anfragen? Also ich will euch einfach auch nicht dieses Gefühl vermitteln, die Anna ist YouTuberin, Bloggerin, die lässt sich alles in den Arsch schieben auf gut Deutsch, sondern ich will euch einfach sagen, wir sind mega begeistert von diesen Nomi-Stühlen, wir lieben diese Stühle und wir haben uns jetzt den dritten selber gekauft. Und ja, der war schweineteuer, aber es lohnt sich einfach, denn der Stuhl wächst mit. Also der Finn sitzt da auch noch in 4 Jahren drauf, ja. Da setze ich sogar jetzt noch ab und zu drauf. Also wenn kein Stuhl frei ist an Geburtstagen, setzen wir uns auf die Stühle. Der Leon hat jetzt aktuell den weißen, der Finn hat den schwarzen und jetzt haben wir einen dritten bestellt in grau. Wir werden das allerdings durchtauschen. Der Leon wird dann den grauen bekommen und der weiße wird dann fürs Baby sozusagen benutzt. Denn wir haben eine Babymatratze, die passt farblich auf den weißen Stuhl besser. So, und wir haben auch die ganzen Babysachen, also wie jetzt zum Beispiel diese. Wir haben zum Beispiel diesen Neugeborenen-Einsatz, also diesen Sitz, diesen Schutz, dass man nicht rausfällt, den haben wir auch in weiß und dieses Esstablett haben wir auch in weiß und deswegen benutzen wir einfach den weißen Stuhl fürs Baby und der Leon bekommt einen neuen, den grauen. Dazu haben wir uns jetzt noch zweimal dieses Polster hier gekauft, das ist einmal Boden, also Popopolster und Rückenpolster. Das kostet jeweils 50 Euro. Eins hatten sie verfügbar, eins mussten wir nachbestellen, genauso wie den Nomi-Stuhl. Den haben die nie da, sondern das muss man halt bestellen. Dauert jetzt ca. 14 Tage. Und ich wollte halt, dass alle drei Stühle dann irgendwann zusammenpassen und halt diese grauen Sitzpolster haben. Ich finde, es passt bei uns ganz gut ins Esszimmer. Und als Babymatratze, habt ihr da ein Foto hier, so sieht es aus, hatten wir ja die blaue. Und mich hat es damals schon immer total aufgeregt, weil wie ich schon gesagt habe, meine Kinder sind extreme Spuckkinder. Gerade beim Brei-Essen war der Stuhl danach immer komplett vollgesaut. Man hat die Flecken wunderbar rausbekommen, aber trotzdem musste man ihn einfach nach einer gewissen Zeit waschen. Und dann hatte der Kleine keinen Sitzbezug mehr, keine Babymatratzenbezug mehr, dass ich gesagt habe, dieses Mal wird ein Ersatzbezug gekauft und da habe ich mir jetzt auch den passenden in Grau gekauft. Der kostet 55 Euro, also die Nomi-Sachen sind echt nicht günstig, aber ich finde einfach der geilste Stuhl. Also für mich lohnt es sich extrem. Ich habe mir diesmal auch wieder den Stocke angeschaut und ich finde den einfach zu schwer. Ich finde den zu schwer und zu wuchtig. Ihr wisst alle, ich stelle regelmäßig meine Stühle auf meinen Esstisch hoch, damit ich schön saugen und wischen kann. Wir machen das abends unglaublich gerne, damit die Kara richtig schön toben kann mit den anderen Hunden. Da stören halt einfach diese 10 Stühle, was wir da unten stehen haben. Und da ist dieser Stockestuhl mir einfach zu schwer. Genau. Und ich finde es einfach ganz passend, wenn wir jetzt den dritten Stuhl halt auch als von Nomi benutzen. Ja, aber ich wollte euch einfach nur damit sagen, dass ich mir den jetzt nicht sponsern lasse, sondern dass ich den selber gekauft habe, weil ich den einfach super finde. Also ich bin einfach total der Nomi-Fan. Ja, so, habe mich da auch wieder gerechtfertigt. Dann haben wir dieses Set hier gekauft. Das hat 30 Euro gekostet. Wie gesagt, die Prozente müsst ihr euch jetzt selber abziehen. Und zwar ist das die Sophie-Giraffe. Ja, ich weiß, es wurden in einigen Sophies Schimmel gefunden. Ich kann nur sagen, in meiner Sophie war kein Schimmel. Ich habe sie aufgeschnitten, weil der Hype so groß war. Und in meiner Sophie war kein Schimmel und ich habe mich danach geärgert. Deswegen habe ich mir jetzt eine neue Sophie gekauft. Ich fand die mega cool. Der Leon fand die mega toll. Der hatte die nur im Mund. Der hat damit seine Zähne gekratzt. Daneben den Greifling. Den hatten wir beim Leon auch. Tatsächlich weiß ich nicht, wo der ist. Also ich hätte den ja auskochen können und fürs Baby benutzen können. Ich weiß aber allerdings echt nicht, wo er ist. Wahrscheinlich hat ihn die Kara schon gehabt oder so. Dass wir jetzt dieses Geschenkset gekauft haben. Genau. Das habe ich jetzt mitgenommen mit den Prozenten. Ja, und dann habe ich auch noch das hier mitgenommen. Das hat 11 Euro gekostet. Und die Teile finde ich einfach mega geil, mega schön, mega cool. Schöner wären sie eigentlich, wenn sie jetzt nicht ganz so quietschbunt sind, aber natürlich für Kinder ist es schön anzuschauen. Zum einen ist es super, da sind so Rillen dran,
wenn die Kinder Zähne bekommen, dann kratzen die da schön dran. Oh, ich bin ja total dunkel. Hallo? Ich bin voll dunkel. Dann können die schön am Zahnfleisch kratzen, aber für mich hat es mehr einen anderen Sinn. Und zwar hänge ich an diese Ringe unglaublich gerne Spielsachen, Spieluhren, Schnuller. Wir machen da alles dran fest und wir hängen dann immer mit diesen Haken alles an die Babyschale oder an den Kinderwagen, dass einfach alles dran bleibt und nicht runterfällt. Und deswegen habe ich das jetzt auch schon gekauft. Da kann man wunderbar den Schnuller festmachen oder die Flasche. Also es ist eine sehr große Kaufempfehlung und die Marke heißt Bright Stars. Ja, dann haben wir dieses Teil hier bekommen. Das haben wir von Bupu zugeschickt bekommen. Allerdings ist das schon voll lang her, da war ich noch nicht mal schwanger. Das wollte ich es euch aber trotzdem zeigen, weil man kann es bei Bupu auch kaufen. Allerdings, es macht gar nichts. Also es tut nicht rasseln, es quietscht nicht, es macht gar nichts. Es ist einfach ein Kuscheltier. Und die Farbe hat halt auch ganz gut gepasst, blau. Und es ist so ein Hase. Ja, den wollte ich halt jetzt einfach auch zeigen. Gehört ja irgendwie dazu. Weil ja schon eine halbe Stunde, ne? Ey, jetzt muss ich mich aber richtig sputen mit den Klamotten. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich die jetzt euch echt zeigen soll. Oh Gott. Ja. Dann haben wir von Lilidoo, wir haben ja die Windeln von Lilidoo, seitdem der Leon auf der Welt ist. Also wir haben, glaube ich, für die, also die ersten 2-3 Monate, glaube ich, hatten wir noch Pampers. Und dann waren wir aber bei Lilidoo und sind immer bei Lilidoo geblieben. Und seitdem haben wir auch Lilidoo. Bei Baby Nummer 3 benutze ich von Anfang an Lilidoo. Und tatsächlich hatten wir so eine Probepackung drin in unseren Lilidoo-Windeln. Und das sind 10 Windeln, 2 bis 5 Kilo. Ha, sind die nicht süß, die Packung, wie klein. Das Einzige, was ich ja schade finde, ist, dass dieser Pipi-Streifen da nicht ist. Das fand ich bei den Pampers-Windeln eigentlich schon immer cool, weil man erkennt es halt beim Baby doch nicht sofort, dass die Windel dass er reingepinkelt hat. Und dieser blaue Streifen, der hat ja sofort angezeigt, wenn ein bisschen Urin drin ist. Das fand ich eigentlich ganz cool. Ja, aber jetzt haben wir halt schon eine Packung Lilidoo-Windeln 1 und ich denke, wir werden dabei auch bleiben. Genauso wie bei den Feuchttüchern, die wollte ich euch auch zeigen. Das sind die 99% Feuchttücher mit Wasser, also 99% Wasser. Für mich die besten Feuchttücher, ich benutze keine anderen. So, und jetzt fangen wir an. Okay, also next habe ich ein Set gekauft, bestehend aus einer kleinen grauen Hose und einem Jäckchen. Hängt auch noch schön zusammen. Ich mache das jetzt ganz schnell, weil sonst echt, ihr hockt ja da Stunde. Das kann ich ja nicht machen. Also so eine Art Jogginganzug. Ach so, und auf der Hose sind so Patch auf der Jacke. Auf der Hose nicht, ne? Auf der Jacke, also hier Ellenbogen, sind so Patches, so Sterne. So, dann musste natürlich auch dieses Oberteil hier mit. War damals bei Leon auch schon so ein ähnliches. Und habe mich total gefreut, dass ich jetzt wieder so eins finde. Mit Little Brother. Ja, ich bin eigentlich nicht so der große Fan von Oberteilen, so in Babygrößen, weil ich ziehe eigentlich ganz gerne nur Body und Hose an. Da jetzt extra dann noch ein Oberteil anziehen, aber das kann man da oben ganz gut aufknöpfen und deswegen dachte ich, nehme ich es mit, bestelle ich es. Dann diesen Body kennt ihr alle noch, damit habe ich die Schwangerschaft den Klaus verkündet mit seiner Lieblings-Football-Mannschaft Seahawks und seine Reaktion war, jawohl, noch ein Junge, als hätte er es gewusst. So, dann muss ich auch noch sagen, ich habe schon sehr viele Sachen auf Mami Kreisel gekauft. Das waren immer so Pakete, also ich habe wirklich sehr viel in den kleinen Größen, aber egal, ihr kennt mich ja nicht anders. Hier ist so ein Set, das ist riesengroß, also das ist riesengroß, diese Größen machen mich fertig, von Marks & Spencer. Für mich sieht es aus wie dieser Nicky Bear, also kennt ihr die Marke Nicky? Ich finde das süß, in Mint. Grau und ja, Marks & Spencer, 3 bis 6 Monate, ich glaube eher 6 Monate, es ist wirklich riesig. Genau, fand ich ganz süß, also bestehen aus Body- und Latzhose. Was haben wir hier? Hello World, ich glaube es war bei so einem Paket dabei von Mami Kreisel. Dann von Marks & Spencer 2 Hosen, einmal eine graue mit so einem voll süßen Teddybärengesicht auf dem Popo. Ah, ne, ist nicht auf dem Popo, ist vorne.
Vom Popo hätte ich es aber auch lustig gefunden. Und eine mintfarbene Hose mit so einem Gesicht da hinten in der Hosentasche. Und ich meine sogar, dass es aus der Mädchenabteilung war. Aber es war mir egal, weil ich fand es ganz süß eigentlich. Ich finde halt, Mint können auch Jungs tragen. Diesen Body hier, den glaube ich, habe ich auch von Mami Greisel, weil der ist von C&A 56. Der ist auf jeden Fall nicht neu. Ich glaube, den habe ich von Mami Greisel. Ja. Die Jacke kennt ihr bestimmt auch alle noch. Die habe ich bei Leon auch gehabt, nur ein bisschen anders. Da habt ihr jetzt so ein Teddybärengesicht. Die ist von Marks & Spencer. Ich finde die ja geil. Strickjäckchen so toll. Die Leon, sein erstes Outfit aus dem Krankenhaus raus, war so eine Strickjacke. Die da war's. Ja, die da war's. Das hier war dem Leon seine Jacke. Mit der sind wir aus dem Krankenhaus raus. Die war halt noch voll groß. 3 bis 6 Monate? Hatte ich die denn noch kleiner sogar? 3 bis 6 Monate, glaube ich, ist zu groß. Die gibt es noch in einer Stufe kleiner. Und da haben wir die Ärmchen, die hatten wir so weit nach hinten geschlagen, weil der so klein war. Aber so eine Jacke hatte der Leon an. Mehr braucht man eigentlich auch gar nicht Ende April. Also die Jacken, diese waren super. Diesen Body hier von Marks & Spencer, auch in Mint. I love Daddy und Daddy in so einer bunten Schrift. Was mir ganz gut gefällt. Diese Hose hier habe ich abgekauft von jemandem. Allerdings, ihr werdet sehen, die Hose ist voll verwaschen. Ich habe das auch erst voll spät gesehen, sonst hätte ich was gesagt. Leider, leider voll verwaschen. Ich finde sie aber voll süß. Ich finde, kann man auch im Sommer einen Jungen anziehen mit einem Kurzarmbody. Aber es sind halt leider voll die Flecken drauf. Ja. Dann 2 Schlafanzüge, aber auch die sind so groß. Also next, ich habe da schon so lange nicht mehr bestellt. Ich habe die Größen so unterschätzt. Also das ist angeblich von 0 bis 3 Monaten. Das, also wirklich. Ja, der hat auf jeden Fall Klamotten fürs nächste Jahr. Diese Jacke hier, das ist eine kleine Babyjacke. Die passt auch von der Größe her. Die ist so first size, genau. Die ist schön dick. Und die hat auch wieder so Ohren, Innenfutter so gestreift. Fand ich ganz schön eigentlich. Vielleicht ist das die Jacke, wenn wir aus dem Krankenhaus gehen. 2 so Söckchen. Die waren auch neu, aber die habe ich von Mami Greisel von einer abgekauft. I love Mom. Genau. Cardigan verdreht sich ständig. Was haben wir hier noch? Das ist, glaube ich, auch alles gebraucht gewesen. Ach ja, ich glaube, also das meiste ist tatsächlich, glaube ich, aus dieser Kiste gebraucht. Da unten kommen wieder die neuen Sachen. Über diesen habe ich mich super doll gefreut. Da fehlt aber allerdings noch die Jacke. Ich weiß gerade nicht, wo die ist. Doch, hier? Nein, nein. Einer ist gebraucht, einer ist neu. Es sind aber 2 verschiedene Größen. Ich hoffe, dass ihr das erkennt. Der eine war gebraucht von Mami Greisel. Das war voll das Schnäppchen. Der war bei so einem Paket dabei. Und der eine ist neu. Und zwar von der Marke Bornino. Und ihr werdet ihn alle noch kennen. Den hatte der Leon auch. Und das war einer meiner Lieblingsteile. Und ich war so glücklich. Ich habe ja bei Baby Worlds sofort geschaut. Und ja, da war der noch verfügbar. Mit Jacke. Und ich fand den so toll. Ich habe den Leon so gerne angezogen. Mit einem weißen Langarmbody. So putzig. Und wie gesagt, der andere war gebraucht bei so einem Mami-Greisel-Set dabei. dann diesen Jogginganzug, auch von Mami Greisel. In so beige. Ich, muss ich euch jedes Mal die Größen dazu sagen? Hier Schulter um den Kopf. 62. Sind halt alles immer so die kleinen Größen, ne? Von 50. Ich habe auch 50 Sachen, aber die meisten 50 Sachen waren neu. Die habe ich neu gekauft. Und alles andere ist halt wirklich 56 aufwärts. Den habe ich aussortiert beim Leon. Dann diesen Body, der Strampler, der glaube ich, den habe ich noch aus der Mädchenkiste. Ich weiß nicht, kann man den nur ein Mädchen anziehen? Fand ich ganz süß eigentlich. Mal gucken, ob ich den den Jungen anziehe. Also der Klaus wird es ihn bestimmt nicht anziehen. Ein kleiner Body, nein, ein kleines Oberteil, I love Daddy. Ich glaube auch das war gebraucht. Ja, es muss gebraucht sein, weil an den neuen Sachen hängt noch der Zettel. An die Latzhose könnt ihr euch vielleicht auch noch erinnern. Auch die habe ich super gerne in Leon angezogen. Dafür liebe ich halt Mami Greisel. Man sieht da halt, man findet da halt wirklich Teile, die der Leon damals anhatte. Und da kommen so Erinnerungen hoch. Und dann habe ich die alle nachgekauft, die ich so für den Leon auch hatte.
Ja, 56, also voll putzig, diese Latzhosen. Den habe ich auch erst beim Leon aussortiert, so ein Body. Was ist das? I'm the Boss? Keine Ahnung. Das ist auch wieder so ein Jogginganzug von H&M, also auch wieder bei Mami Greisel gekauft. Glaube ich, ist eine 68 sogar. Ja, dann so kleine Babyhöschen, die waren alle gebraucht. Die hier ist von Next, die hier ist von H&M, die hier ist von H&M. Das sind verschiedene Größen. Hier ist ein Body dazu. Es waren halt immer. Ja, hier ist dieser Hasenbody. Der ist zu diesem Strampler jetzt. Findet ihr das zu weiblich? Ist doch cremefarben, aber es sind halt Hasen. Mal gucken. Da ist dieser Bärenbody, der jetzt gerade zu dieser Hose war. Ist alles Mami Greisel. Die Hose hatte der Leon auch. I love Mom, so ein kleiner Body. Wie gesagt, Bodies kann ich sowieso nicht genügend haben. Wieder eine Next-Hose in dunkelblau. Ja. Ja, mein Kind hat viele Klamotten. Diesen Strampelanzug hier, der war auch gebraucht. Den habe ich aus der Mädchenkiste rausgekramt. Vielleicht brauche ich den, vielleicht brauche ich den auch nicht. Der hat einen Puschelschwanz und der hat Puschelohren. Ich werde ihn jetzt bestimmt noch in den Kleiderschrank hängen. Das kommt alles noch in die Kiste. Ich hänge erst den Kleiderschrank so die Größen 50, 56 und dann mache ich 62, 68. Das habe ich eigentlich bei jedem Kind schon so gemacht. Der hier ist neu, der ist von Next. So ein Strickstrampler. Dieses Set hier hatte ich bei Leon auch schon so ähnlich. Auch mit einer Latzhose, aber auch schon größer gekauft. Das hier ist auch von Next, auch größer gekauft, aber leider unabsichtlich. Also mega groß. Also ihr seht schon, ich habe ein wenig die Größen unterschätzt. Oh, eine mintfarbene Hose von H&M. Und ich glaube, jetzt kommen so die Größen, die habe ich nicht unterschätzt. Die gehen. So. Und zwar. Na doch, die schaut auch wieder groß aus. Bis zu 3 Monaten. Die ist auf jeden Fall wieder größer. So eine 62. Wieder so eine. Ja, ihr merkt schon, auf was ich stehe. Die habe ich euch schon gezeigt. Die habe ich von der lieben Kerstin bekommen aus Amerika. Ich habe sie mir zugeschickt. Dann ein I Love Dad Schlafanzug. Wieder gebraucht. Dann ein Next-Hosen-Set, bestehend mega klein, in Größe 50, extra so klein gekauft, mit hier Bären und ganz normal grau. Ich glaube, dazu gab es auch noch ein Oberteil, Oberteile, hier. Die könnt ihr dann halt beliebig anziehen dazu, auch von Next. So, dann ein Dreier-Set an Jogginghosen, bisschen größer, fand ich ja so cool. Grau gestreift, Senfgelb mit Sternen und mit Dinosauriern. Fand ich ja so cool. Ich mache die Größen fertig, das sind auf jeden Fall 3 Schlafanzüge. Wir haben noch gar keine Schlafanzüge. Und ja, wir ziehen dem Kind wirklich Schlafanzüge an abends. Das glaubt mir mal keiner, aber doch. Das sind die Oberteile zu den 3 Hosen gerade. Vergessen euch zu zeigen. Also es ist bei Next halt immer ganz cool, dass man da so Sets kaufen kann. Dann hier Best Bro Ever. Natürlich musst du sowas wieder einziehen. Wenn du sowas draufsteht, ne? Dann haben wir hier wieder kleine Höschen, aber nicht in Größe 50, sondern so 62. Ja, ich liebe das einfach mit Bodies, ne? Dann kommen jetzt so ein paar schickere Outfits. Das ist einmal dieses Outfit hier, Body mit Latzhose. Oh, voll süß. Nochmal Body mit Latzhose und da sind, glaube ich, so Löwen drauf. Löwen und Tiger. Auch süß. Und das ist halt Katschinstoff, ne? Das ist Stoff. Also weicher Stoff. Hier ist die Jacke zu dem Bornino. Genau. Dann den Pullover, den kennt ihr ja alle aus dem Verkündungsvideo. Ups, Moment. Youngest, jetzt haben wir es, von Nordkids. Natürlich kommt er auch in den Kleiderschrank. Dann Best Baby Ever. Haben wir hier einen Rumba. Und der Rest.
Diese drei Halstücher habe ich noch geholt. Die sind aber mega groß. Die sind für Baby viel zu groß. Was mir gut gefällt, ist, dass Druckknopf ist und kein Glätt. Hier wieder ein etwas schickeres Outfit, aber auch das ist groß. Wieder mit einer Latzhose. Mir gefallen halt Latzhosen unglaublich gut an Boobies. Letztes Outfit. Dieser süße Body mit einer Latzhose, mit einem Elefant, wo man das Ohr vorklappen kann. Ja, also auch ein bisschen schicker. So für den Sommer nächstes Jahr. Genau. Boah, ich kann nicht mehr. Aber hey, mit dem Sitzen hat es geklappt. Jetzt zeige ich euch noch ganz kurz hier mein Plüschmond. Da gibt es auch Ersatzbezüge dazu. Ich habe noch einen in hellgrau und einen in altrosa. Der passt auch voll gut ins Wohnzimmer. Mega, mega plüschig. Und wie gesagt, die Füllung, weiß nicht, ob man das vielleicht erkennen kann. Total weich. Und was mir eine Abonnentin geschrieben hat, sie liebt diesen Plüschmond, weil der so leise ist. Und das kenne ich halt auch gar nicht anders. Also mein Dumo ist ja auch so leise. Wenn man halt das Baby drauflegt, es gibt manche Stillkissen, die sind total laut. Also die rascheln dann so richtig. Und das ist jetzt bei den Stillkissen nicht der Fall. Und wie gesagt, den Mond nehme ich zum Beispiel ins Krankenhaus, weil der einfach schön klein und handlich ist. Den könnt ihr euch so da hinten hinlegen, ja. Ihr könnt damit lesen, ihr könnt jetzt schon Seitenschläfer drauf machen. Also ich liebe den einfach. Ja, das war jetzt mein allererster XXL-Haul. Ich denke, an Klamotten wird wirklich nicht mehr viel folgen. Also Handmade-Sachen, die werde ich euch aber wahrscheinlich immer wieder in einem Vlog zeigen. Also da werde ich jetzt nicht immer ein extra Haul-Video machen. Dann müssen natürlich noch Flaschen, weitere Schnuller, Schnullerketten, Kinderwagenketten möchte ich haben. Es wird eine neue Schaukel kommen, da weiß ich auch schon welche, da habe ich schon eine, boah, das war Storch. Es wird auch, ich weiß auch schon welche, ich habe da schon eine im Kopf, so. Und ja, das war es jetzt aber auch schon. So größere Anschaffungen wie Kinderwagen, wisst ihr ja eigentlich auch, dass wir den Bugaboo haben. Ich habe da jetzt aktuell eine Umfrage auf Instagram laufen. Das ist eigentlich wie BMW mit Audi vergleichen, also es ist wirklich, jeder, der den Jules fährt, liebt den Jules. Jeder, der den Bugaboo fährt, liebt den Bugaboo. Und im Endeffekt stehst du da und du musst eigentlich... Du kannst nur dir den Jules jetzt kaufen, damit ich ihn vergleichen kann, weil anders komme ich nicht auf den grünen Nenner. Also ich habe ihn mir jetzt dreimal angeschaut. Und jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir uns jetzt den Jules holen oder ob wir beim Bugaboo Buffalo bleiben. Der Grund hat, folgenden Hintergrund hat das Ganze. Der Bugaboo Buffalo ist aus dem Sortiment gegangen und du bekommst einfach nichts mehr für diesen Kinderwagen. Das heißt, wenn ich Ersatzräder brauche, ich bekomme keine Ersatzräder mehr her. Wenn irgendwas mit dem Gestell passiert, ich bekomme kein Gestell mehr her. Dafür ist jetzt ein komplett neuer Bugaboo rausgekommen und zwar ist es der Bugaboo Fox. Und ob ich mir jetzt den Bugaboo Fox kaufe oder einen Jules, also da kommt es vom Geld her leider Gottes aufs Selbe, die sind halt beide sauteuer, dass ich halt momentan gucke, ob wir uns jetzt den Bugaboo, nein, Jules Geo anschauen. Cool wäre es, wenn ich ihn mir mal irgendwie ausleihen könnte, aber es geht leider nicht. Ja, aber... Ja, bitte keine Diskussionen in den Kommentaren jetzt über diese zwei Kinderwagen, weil es ist wirklich, eine Seite liebt Bugaboo, eine liebt Jules und dann geht es einfach bum, 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 ja. Und wir haben dann natürlich auch ganz viele andere Kinderwagen entschieden, aber ich bin ehrlich, ich mag halt entweder nur Bugaboo oder Jules. Ich bin halt so eine, ich sage jetzt halt Markensau, aber ja, ich glaube, ihr wisst es schon, was ich meine. Ja, jetzt freue ich mich dann nur noch aufs Babyzimmer gestalten, aber das dauert noch ein bisschen, weil wir müssen natürlich alles peu à peu machen, alles Stück für Stück. Und natürlich folgen erstmal die Kinderzimmer für die großen Kinder und dann kommt das Babyzimmer. Und es ist eigentlich wie beim Leon, ich stehe hochschwanger wieder im Babyzimmer und werde das Babyzimmer dekorieren und einrichten und dann wird mir wahrscheinlich wieder die Fruchtblase platzen. Also ich bin mir ganz sicher, dass das wieder so sein wird. Ja, okay. Jetzt höre ich auf zu schnacken. Der Haul ist jetzt echt lang geworden, aber ihr wolltet es so. Es tut mir leid. Ich verlinke euch alle möglichen Sachen unten in der Infobox. Wenn ihr trotzdem noch Fragen habt oder einen Link braucht, dann schreibt mir gerne. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!